Servus Leute, willkommen zurück bei einem weiteren Part. Let's play Minecraft. Genau, miau. Und was steht heute an? Wir kriegen ein ernsthaftes Problem, wenn ich noch weiter dieses Buch so beschreibe. Rückkehr nach Birkelingen, Fertigstellung und Dekoration der Gebäude, die nachgebaut wurden. Achso, und ich sollte vielleicht die Musik, die Minecraft-Musik ausschalten, weil wir haben ja da... Überhaupt nicht laute Patrizia-Musik. Laute Patrizia-Musik. Musik. Patrizia-Musik. Patrizia-Musik. Das ist die Rückkehr nach Birkelingen. Rückkehr nach Birkelingen. Es geht zurück nach Birkelingen. Nach Birkelingen. Und nein, 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 nicht WW. WW ist ganz falsch jetzt. Fährt mir meine Lore weg. Das ist nicht so geil. Nein, 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 das ist nicht geil. Gib mir diese Lore her. Gib mir diese Lore her. Gib mir diese, gib mir diese, gib mir diese Lore her. Gib mir diese Lore her. Ich hab jetzt meine eigene gebaut. Ich hab jetzt meine eigene gebaut. Ja. Lucky, stell dir mich nicht in den Weg, sonst gibt's Anschiss, ja, von zwar von mir. Hey, nein, ich will nicht zurück. Stopp! Halt, wie komme ich da jetzt runter? Ich will nicht zurück, stopp! Nein! Oh. Ciao, Lucky. Was war das denn? Also mein Schienennetz ist total wild. Katze macht mir mein ganzes Schienennetz kaputt. Wie soll ich denn da arbeiten? Wie soll ich hier denn arbeiten? Kann mir das jemand erzählen? Nein, das könnt ihr nicht, nein. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das könnt ihr nicht, nein, nein. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wir gehen jetzt nach Blitzbergen, Blitzbergen und bauen dort die Bude weiter. Diese Bude, habe ich denn Glas dabei? Ja, ich habe jede Menge Glas dabei. Damit kann man sehr viel machen, wunderbare Sachen machen. Ich kann mir die wunderbarsten Sachen in Blitzbergen mit dem Glas machen. Jawohl, das werde ich machen. Und zwar, wo fange ich denn hier jetzt an? Wo fange ich denn hier jetzt an? Ich glaube, ich fange zuerst an mit den Glasfenstern. Ich baue jetzt viele Glasfenster in Birkelingen. In Birkelingen, Birkelingen, wo ist die Werkbank? Wo ist die Werkbank? Wo ist die Werkbank? Wo ist die Werkbank? Hat die jemand gesehen? Wo ist die Werkbank? Hat die jemand gesehen? Nein, da ist keine. Und ich habe noch die Glocke bei mir. Die platziere ich am besten gleich in der Kirche. In der Kirche baue ich jetzt diese Glocke ganz an der Spitze. An der Spitze kommt die Glocke. An der Spitze kommt die Glocke. Wo platziere ich diese Glocke am besten hin? Wo platziere ich die Glocke am besten hin? Oder vielleicht hier? Dann haben wir so eine Art Glockenturm, Glockenturm, Glockenturm. Das wäre dann ein Glockenturm, Glockenturm, Glockenturm. Vielleicht baue ich auch ein neues Erdgeschoss. Erdgeschoss, Erdgeschoss. Wie komme ich nur auf Erdgeschoss? Das ist kein Erdgeschoss. Nein, das muss Stockwerk heißen, Stockwerk heißen. Wie komme ich bloß auf Erdgeschoss? Das kann doch niemand sagen. Das ist ein Stockwerk, das ist doch ja, das ist ein Stockwerk, das ist ein Stockwerk, das ist ein Stockwerk. Okay, nächste Musik, jetzt reicht's aber. Ach ja, schön, schöne idyllische Musik. Das Video läuft noch gar nicht so lange und ich habe schon die Hälfte davon gesungen. Das kann ja was werden, dieses Video. Das kann ja was werden. Ich wollte eine Werkbank machen. Was mache ich denn da? Hier. Warte, wir haben hier doch schon eine Werkbank.
Was bau ich hier bloß? Ich will nur einen Kirchenturm bauen. Ein Kirchenturm für Birkelingen. Ich will doch nur einen Kirchenturm bauen. Ich will doch nur einen Kirchenturm bauen. Für Birkelingen will ich einen Kirchenturm bauen. Ja. Genau. Dafür muss ich aber erstmal Sachen schmelzen. Sachen schmelzen. Nee, jetzt höre ich aber auf zum Singen. Ich kann jetzt auch nicht den ganzen Part herumsingen, auch wenn die Musik so schön ist. Und ich eigentlich zu verlangen habe, die ganze Zeit zu singen. Weil das Leben so schön ist. Hurra, hurra. Das Leben ist so schön. Ja, ja, ja. Menschen sterben in Afrika. Okay, das war böse. Ja, schmelz mir erstmal hier. Halt, 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 halt. Was mache ich denn da? Tue ich jetzt gerade ernsthaft? Ich habe doch so viel Holz in Birkelingen? Warum schmelze ich das nicht ein? Oder da, da ist Kohle an der Wand. Warum nehme ich das nicht dazu her? Alter, die Bude sieht schon nice aus. Plus der Turm, der fällt hier etwas auf. Naja, ist halt so. Ist halt so. Und das Schwein ist immer noch da. Nein, Schwein, tu es nicht. Spring nicht. Also, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Mein Gott, ich habe so viel Zeug hier. Mäh, genau. Richtig. Mäh. Wenn einfach mal uns... Kennt ihr das? Ihr seid unzufrieden. Dann müsst ihr einfach mal nur mäh sagen, ja? Das kann sehr viel bewirken. Ja, wenn ihr mal, keine Ahnung, einen schlechten Tag habt und ihr in eurem Bett dann liegt am Ende des Tages, dann sagt einfach mal laut mäh. Und dann geht es euch wieder besser. Was wollte ich denn machen? Ich wollte... Genau, wir brennen jetzt unsere gesamten Birken hier. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Warum verbrenne ich meine Birken nicht? Und oder den ganzen Schund, den wir da haben? Warum? Nein, ich singe jetzt nicht nochmal. Jetzt hör auf. Es gibt viele Zuschauer, die finden es eklig, wenn du singst. Ungefähr 99%, ja? Und die restlichen 1%, die haben, die sind taub. Ja. Und warum nehme ich Holz mit, wenn mein Inventar voll ist? Kevin, also wirklich, heute bist du echt irgendwie... Ja. Ja gut, vielleicht sollte ich nicht um 5 Uhr 48 aufnehmen. Eigentlich wollte ich heute gar nicht mehr aufnehmen, weil es schon recht spät ist. Aber ich dachte mir so... Nee, du kannst nicht nochmal irgendwie was verschieben. Ne, da habe ich mir schon überlegt, hey, veränder es doch so, dass Empire Earth heute ist, am Samstag, ja, und dass du dann in Zukunft alle Minecraft-Parts am Sonntag machst. Aber nein, das machen wir nicht. Ich ziehe das jetzt hier knallhart durch. Wie viele Parts sind denn noch? Das ist Part 186, ne? Wir haben noch 16 Parts. In diesen 16 Parts kann ich doch konsequent... Also, ich rede jetzt mit mir selber, ne? Mit eurem Beisein. In diesen Parts... In diesen 16 Parts kann ich doch in der Lage sein, 16 Parts zuverlässig am jeweiligen Samstag hochzuladen, ne? Bis zum Ende des Jahres. Das ist doch kein Aufwand. Ich meine, wie viele Monate haben wir noch? Wir haben bis September, Oktober, November, Dezember. Das sind wie viele Monate? September ist ein halber, Oktober, November, Dezember. 3,5 Monate. Wahnsinn, dann ist das Let's Play schon vorbei. Das Let's Play, was 2011 oder so gestartet ist, ja. Ja gut, letzten Endes habe ich das Let's Play wiederbelebt, also de facto ist es 22 gestartet. Januar 2022. Aber trotzdem ist schon ein langes Let's Play, was ich auch regelmäßig mache, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist wirklich das Let's Play auf meinem Kanal,
Was ich wirklich am regelmäßigsten und auch am zuverlässigsten gemacht habe, mal abgesehen davon, dass ich die Parts manchmal auf einen Tag bis manchmal eine Woche verschoben habe, aber hey, es kam konsequent jede Woche ein Part raus, im Durchschnitt. Und das ist doch mal was. Und wir haben mittlerweile, ja, 86 Parts. Seit 86 Wochen mache ich das. Kann man so sagen. So, dann muss man. Achso, jetzt haben wir das hier weggeschmolzen. Dann schmelzen wir noch das da weg. Naja, dass diese ganzen Holzsachen einfach mal weg sind. Das reicht wahrscheinlich nur für einen Block. Mal schauen, also wenn das hier weg ist, dann. Ach, hier ist schon verbrannt alles. Ja, Holz ist nicht so geil wie Kohle, deswegen hält es nicht so lang. Aber naja, wenigstens kriegen wir dadurch das ganze Birkenholz weg. So, hier. Mein Holz löst sich in Luft auf. Huch, was ist das? Hey, Strongholz! Gibt's eigentlich schon das Remastered? Ne, das gibt's erst im November. Stimmt, das dauert ja noch ein bisschen. Also die letzten Monate, die nächsten Monate, die voll, also kommen irgendwie voll die guten Spiele raus. Es kommt Starfield raus. Es kam Baldur's Gate 3 raus. Ja gut, Baldur's Gate 3 hatte ich keine Erwartungen. Also es kam Baldur's Gate 3 raus. Es kam Starfield raus. Ding raus. Strongholds. Und dann kommt noch Total War Pharaoh, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ob ich mir das kaufen werde. Nachdem, was CA alles verbrochen hat jetzt an Warhammer, weiß ich nicht, ob ich mir holen werde. Und der Preis ist schon ein bisschen teuer, so wenn man bedenkt, dass es nicht so viele Provinzen gibt, wie beispielsweise in Medieval 2 oder in Attila. Naja, ich meine, die Map geht ja nur bis, die Map ist eigentlich nur so Ägypten, ja. Ägypten und ein bisschen so bis zur Türkei hoch. Aber ich habe eine Vermutung, was die Entwickler planen mit diesem Total War, mit diesem Bronze-Zeitalter-Gedöns, ja. Wir haben ja jetzt Troy rausbekommen und jetzt haben wir Pharaoh rausbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwie noch dass die noch die Region von Persien mit einbauen, quasi Babylon. Und das dann in einer riesen Timeline mache, also in so einer riesen Kampagnenkarte, so wie halt in Warhammer. Dann hätten wir quasi Troy hätten wir dann, Pharaoh und dann, ich sag jetzt mal, Babylon, Total War, in einer Map. Dann hätten wir einen Bronze Age Total War und ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und ich würde so weitergehen, dass sie das in jedem Zeitalter machen. Und jede Region so nach und nach revealen, bis man. Und dann gibt es irgendwann mal Konverter, ey, das würde ich mir echt feiern, wo man quasi die Bronze Age Kampagne weiterspielen kann, in, keine Ahnung, wenn man jetzt eine Rom-Kampagne macht, in Rome 2 oder so, ja, oder in Rome 3 von mir aus. Und das Rome 3 geht es dann in Attila 2 und Attila 2 dann in Medieval 3, Medieval 3 dann in Empire 2. So, es wäre richtig geil, wenn die es so machen würden. Von mir aus auch World War. Ja, würde ich mir auch ein Spiel wünschen. World War 1, World War 2. Das wäre schon nice. Aber ich glaube, wir hatten schon mal das Thema mit der Total War-Reihe. Was mache ich denn jetzt währenddessen? Ich hier da warte, bis es gebraten ist. Ich habe ja noch ein bisschen Glas dabei. Da kann ich ja schon mal anfangen, das Ganze zu verglasen. Ach, ich habe hier sogar schon Glas da. Okay. Also, dann verglasen wir das Ganze. Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich das super gemacht habe damals mit dem Nachbauen. Da war schon wieder was. Das sind jetzt so kleine Easter Eggs. Diese Fehler, die ich da eingebaut habe, das war extra. Genau, das war, ne? Ihr kennt es doch.
Die ganzen Künstler, die machen doch auch ihr Kunstwerk zuerst, ne? Und da machen sie irgendwie nochmal so riesen Klecksereien, dass das Kunstwerk total komisch aussieht und dann, dass es als Kunstwerk betrachtet werden kann. Ne? Ungefähr so habe ich das hier nachgebaut. Also mit Absicht so solche ekligen Fehler eingebaut. Keine Ahnung, ja. So, dann da haben wir noch ein bisschen Fenster. Fenster. Ich glaube, Lucky ist jetzt die ganze Zeit in der Lore drin, ne? Welcher Lucky? Oh! Die Siedler 3, Römermusik. Geil. Ja, die Siedler 3, das war eines meiner ersten Computerspiele, die ich jemals gespielt habe. Ich glaube, das habe ich damals. Ja, ich war damals öfters bei so einem Grundschulkumpel, sage ich jetzt mal. Und da hat er immer dieses Spiel gezockt und ich habe ihm dabei zugeschaut. Und ja, irgendwann hat es mir halt geliehen und da habe ich es halt gezockt wie ein Blöder. Also ich habe da wirklich den ganzen Tag die Siedler 3 gespielt. Und man merkt, dass man, wenn man ein Spiel sehr lange spielt, das merkst du wirklich, wenn du davon träumst auch. Also gerade wenn ich so ein Spiel habe, wo ich wirklich sehr gerne spiele, keine Ahnung, dann träume ich auch öfters mal davon und ja, spätestens wenn ich davon träume, dann merke ich, oh, du hast dieses Spiel vielleicht doch ein bisschen zu viel gespielt. Und damals war es so der Fall, also ich habe damals das Spiel, glaube ich, keine Ahnung, ich war damals wie alt? 11, 12 oder so und dann habe ich das Spiel wirklich, ja, den ganzen Tag gespielt. Und dann konnte ich nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit von diesem Spiel denken muss. Ja, wie mich irgendwelche Leute angreifen und so, also und da habe ich natürlich als Kind ein bisschen Panik bekommen und bin dann sofort immer aufgewacht. ja. Das war so der kleine Janker, der ein bisschen gezockt hat damals. Ah, oh, wir müssen da noch Betten einbauen und so, die ganzen Räume da. Ich habe ja nur die Räume gebaut, weil ich zu faul war, hier das alles zu dekorieren. Ja, wir müssen hier die Inneneinrichtung noch machen, gerade bei diesem Hotel. Ach, das ist ein Hotel? Ja, das ist ein Hotel. Patrick, das ist ein Hotel. Das ist ein Hotel. Schau doch mal, das ist ein Hotel. Oh, da kommst du voll. Da wirst du ja verrückt hier. Was habe ich da für ein Labyrinth gebaut? Und wieso kenne ich mich in diesem Labyrinth noch aus? Ja, tolle Aussicht, ne? Man mietet sich dieses Zimmer und was sieht man? Wand. Geil. Und wenn man es mit sowas hier vergleicht, mit so einem Fenster, ja. Ja gut, ich mache es einfach so. Hier zahlen die ein bisschen weniger dafür, so als Ausgleich, weil die Aussicht nicht gerade in die Messe ist. Aber ich glaube, das kennt man von manchen Hotels schon. Oder diese Aussicht hier, ja. Ich glaube, das ist das Zimmer hier mit der besten Aussicht in der gesamten Stadt. Hier sieht man, wer hätte es gedacht, Wand. Und hier sieht man auch Wand. Geil. Hauptsache Fenster drin. Was man da sieht, ist egal. Hauptsache Fenster reingebaut. Das ist der Janker. Der Vergangenheitsjanker, ja. Der baut so einen Mist. Ohne darüber nachzudenken. Ja, dann hätten wir das soweit verglast. Wir waren ja schon hier oben, dann gehen wir wieder runter. So, und jetzt brauche ich ein paar Türen, damit wir die ganzen Zimmer räumen und Fackeln lernen, vielleicht auch nicht schlecht. Gerade hier sollte man vielleicht noch ein paar Sitzgelegenheiten machen, weil das so eine Art, ja, Speisesaal ist. Für die ganzen Hotelgäste und so weiter. Ne, hier können die ihr Essen holen. Da könnte man vielleicht ein paar Öfen hinmachen, so als, oder so eine Herd, ne, so eine Herdvorrichtung und so. Und die ganzen Häuser müssen wir auch noch irgendwie reinmachen. Also hier mache ich, glaube ich, eine Schmiede, weil wir haben ja eh schon hier so viel Zeug drin. Ne, das ist da Meister Klebers, Bruder, Meister Weber. Ja, so nenne ich den jetzt. Meister Feder. Ja, auch ein cooler Name. Nein. Habe ich eine Spitzhacke dabei? Ja. Ich hätte echt mehr Holz mitnehmen können. Da war ich echt geizig. Naja, gut, ein bisschen Glas hätten wir jetzt.
Das Eisen könnte man eigentlich auch mal schmelzen. Ich hole mal noch mal ein bisschen Dingensen, ne? Dann gehen wir mal diesen Weg hier. Ha! Schnauze, ihr Gefangenen da drin! Ja, ihr braucht jetzt nicht unfreundlich werden hier. Jetzt ist er ruhig hier drin, ja, sonst... Sag mal, wollt ihr mich ärgern? Der Nächste, der Hör macht, kriegt ein Müsli-Riegel. Ha. Ganz schön dunkel bei euch. Puh, ich werde mich nicht um euch kümmern, vergesst es. Ihr habt die heilige Werkbank beleidigt. Vielleicht sollte ich auch Lucky einsperren. Genau, ich sperre Lucky ein, wenn er wieder es wagt, die heilige Werkbank zu schänden. Und irgendwie habe ich aus diesem Raum auch noch nie was gemacht. Hier wollte ich eigentlich das ganze Zeug sortieren, aber habe ich bisher nicht so richtig genutzt. Naja, unser Holzfäller, der ist auch gleichzeitig ein Tischler. Aber das ist so ein fauler Tischler, der hat bisher noch nichts getischelt. Ich wollte Holz holen, genau. Das war's. Ja, der hat noch seine ganzen Holzbretter, hat er hier oben alle gelagert. Und er hat keinen Bock gehabt, bisher irgendwas zu tischeln. So, hier Birkenstämme. Wenn ich die so rein tue, brennen die dann länger? Oder ist es egal? Das wäre mal interessant zu wissen. Weil man kriegt ja aus einem Stamm kriegt man 4 Holzbretter raus. Eigentlich müsste es ja dann länger brennen, ne? Weil sonst macht man ja Minus, was Holz angeht. Ha! Ja, hier den Berg hoch und dann wieder den Berg runter. Ha! So, hier wären wir. Jetzt haben wir wieder neues Brennholz. Also schauen wir mal, ob es länger hält. Das ist hier. Ja, okay. Und was ist das jetzt? Ah. Oh! Prostagma. 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 Ja, Ege. Prostagma. Prostagma. Okay, hier sieht man, wie schnell das hier runter geht. Jetzt hier der Vergleich. Das ist doch gleich, oder? Ja, das ist doch gleich. Da verschwende ich Holz. Ich verschwende das Holz. Das finde ich nicht toll. Das Holz ist für mich Gold. Ich habe immer noch die Glocke bei mir. Was können wir denn noch? Haben wir noch... Da ist noch Sand. Hier, nachfüllen. Nachfüllen. Okay, haben wir hier noch Sand oder so? Naja, wir können ein bisschen Steine hier noch rein tun. Da. Okay, irgendwie kommt die Musik echt laut vor. Warte mal kurz, ich check mal schnell. Ne, es geht eigentlich von der Lautstärke her. Sehr seltsam. Naja, vielleicht ist nur der Kopfhörer sehr laut eingestellt. Das kann natürlich auch sein. Okay, dann craften wir ein paar Türen. Wir haben ja hier schon ein paar. Wir bräuchten noch ein bisschen Wolle. Ich glaube, ich gehe da ein paar Schafe verkloppen. Okay, ich habe ja die Türen hier schon alle rein. Bloß die Häuserzimmer. Die haben noch nicht so richtig Türen.
Also hier können wir eine reintun. Dann hier. Also ich glaube, wir werden hauptsächlich mit dem Hotel beschäftigt sein. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Hier noch eine Tür. Da. Oh, da fehlt ein bisschen Glas. Ja, das, da, hier wohnt der Herr. Mir ist immer kalt. Dem ist immer kalt. Weil er kein Fenster hat. So, können wir hier noch eine... Nee, das ist ein Gang. Ein Gang braucht keine Tür. So, dann dahin. Dann hier noch. Ja, die Age of Mythology hat leider die Eigengelegenheit, dass die nicht richtig geschnitten wurde, als ich sie bei YouTube runtergeladen habe. Ach, wieder unser Bläser. Der immer so ein- und ausatmet. Okay, Herr Bläser. Zeigen Sie mal, wie gut Sie Flöte spielen können. Das machen Sie aber gut. Da. So, hier haben wir zwei Öfen. So, hier können die Leute bestellen, ja. Wir können ja noch ein paar Schilde hinbauen. So, jetzt fängt er gleich an zu blasen. Das hört man gleich. Oder auch nicht. Okay, ich höre das Geblase nicht. Schade. Ich höre gerne, wenn die Leute blasen. Ich meine jetzt nicht das, an das ihr schon wieder denkt. Ihr Perverslinge, also wirklich. Was ihr schon wieder denkt. Kann man nicht mal das Wort blasen sagen, ohne dass es gleich hier... Alter, was war das denn? Oh! Angriff! Ne, die ist schöner. Ah, die Musik ist schöner. Viel, viel schöner. Risiko, das Singrisiko ist natürlich extrem hoch hier wieder. Ihr könnt selber mal singen, wenn ihr wollt. So, also was gibt's heute im Angebot? Ich würde sagen, wir machen realistische Preise, also. Red Bull! Wie komme ich auf Red Bull? Keine Ahnung. Red Bull, was ist realistisch? Hotelpreise 3 Euro. So, 3 Euro. Ne, 3 Goldmünzen. GM. 3 Münzen. 3 Münzen? Ne, Red Bull. Komm, wir machen was. Wir sind da ein bisschen, ne, wir machen da jetzt kein. Wir machen Bier. Hier machen wir 3 Goldmünzen. 3 Münzen. Münzen. Was noch? Wasser. Wasser ist ein bisschen günstiger. Machen wir 1 Münze. So. Was machen wir jetzt noch? Was gibt's noch? Also hier kommen Getränkepreise. Ja, Getränke. Was haben die Leute damals gesuffert? Also Bier und Wasser. Limo gab es damals, glaube ich, noch nicht so richtig, ne? Met, wir können ja Met hinmachen. Met. Met, 2 Münzen. Das ist so ein richtiges Billig-Met, ja. Und was noch? Met, Bier, Wasser. Milch, nee, wir trinken Milch, bitteschön. Kuh, ja doch, Kuhmilch für die Bauern. Kuhmilch, machen wir auch 2 Münzen. Münz. Okay, so, jetzt essen. Also essen gibt's erstmal Kartoffeln. Kartoffeln. Kartoffelsuppe. Gab's, glaube ich, schon im Mittelalter, oder? Ja gut, kann ich mir schwer vorstellen. Wie will man die Suppenbrühe machen? Kartoffelsuppe.
Egal. So, Kartoffelsuppe. Zwei. Nee, machen wir ein bisschen. Vier. Vier Münzen. So, wir wollen ja die. Nee, komm. So viel Zeit ist ja heutzutage nicht mehr in der Gastro. Machen wir zwei Münzen. Eine Münze. Sind wir mal nicht so geizig. So gierig. Wir sind nicht Mr. Krabs. So, was gab's noch? Gerstenbrei. Auch eine Münze. Ja gut, dann müssen wir die Kartoffelsuppe ein bisschen teurer machen, weil sonst verkauft sich der Gerstenbrei nicht so häufig, ne? Münze, so. Die armen Bauern müssen sich schon was leisten können. So, jetzt machen wir was Teures. Fleisch. Fleischkeule. Fleisch ist ja so ein Luxusgut damals gewesen. Machen wir 5 Münzen. Hier kommen so die Luxusgüter rein. Was denn noch? Was können wir noch nehmen? Fisch. 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 Fisch ist, glaube ich, auch recht teuer. Sind wir mal auf demselben Niveau wie Fleisch. 5 Münzen. So, was noch? Wir können ein bisschen an die Rohstoffe denken, die es in Minecraft gibt, ne? Kuchen. Kuchen ganz, ganz teuer. Ah, ganz, ganz teuer. 8 Münzen. Allein, was man für die Rezepte braucht. Und dann noch es kommen so die Süßwaren. Zucker. Zucker. Nee. Keks. Kekse von Oma Siegberta. 3 Münzen. Kekse von Oma Siegberta. Genau. So, das ist jetzt hier. Gut. Unsere Gäste sollen sich hier wohlfühlen. Das heißt, sie brauchen natürlich auch Licht, ist ja klar. So, hier ein bisschen Licht. Zack, zack, zack. Weil sonst kommen sie rein, stoßen sich an und dann machen sie einen auf Allmann und verklagen uns. Weil sie sich angestoßen haben. So. Genau. Dann brauchen wir als nächstes. Vielleicht könnte man ein paar Stufen hier hinbauen. Dass die Leute sich auch hinsetzen können und was weiß ich machen können. Ja. Fressen, saufen. Was halt das Volk so macht in ihrer Freizeit. Das normale Volk natürlich. Von Birkelingen. So. Ja, wir brauchen jetzt ein paar Treppen. Achso, jetzt muss ich hier weiter. Under an Ancient Sun. Wieder Skyrim-Musik. So. Ich glaube, 6. Naja, machen wir noch ein paar Treppen mehr. Ich glaube aber, das reicht jetzt. So. Dann brauchen wir noch so Half Steps. Ich kann nicht da mehr machen. So Platten meine ich. Ich glaube, das sind schon zu viele. Na komm, wir haben ja eh noch genug Birkenholz da. Okay. Und jetzt. Ja. Machen wir erstmal hier weiter Schilder. Also hier, das ist Gasthaus. Gasthaus. Zum Holen. Holzbaum. Fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Zum Holen Holzbaum. Warte, ich habe was Lustiges. Gasthaus. Hummer holen Holzbaum. Holzbaum. Hummer holen Holzbaum. Ist ein bisschen lustiger als zum, ne?
So, dann bauen wir mal die ganzen Essenstische hin, dass die Leute auch was fressen können. Ich bin froh, dass wir kein Seven Days to Die spielen, weil ich habe in Seven Days to Die mal ein McDonald's gebaut und war dann letzten Endes doch detaillierter, als ich eigentlich, als ich es eigentlich vorhatte. So, also hier, ne, da sitzen sich die ganzen Leute hin, wie in so einer Cafeteria halt so ist, ne. Da könnte man noch so ein Essensbereich hinmachen, hier so, dann müssen die halt da so rumlaufen, aber das passt ja schon. Ne, machen wir es lieber anders, so quer, da, dass die auch nicht... Weil die Bedienung muss ja auch irgendwie hinkommen, ne, hier so, das Essen reichen. Wir können noch ein paar Bilder hinmachen, aber wir brauchen natürlich Wolle, klar. Ohne Wolle können wir keine Dekos machen. Wir bräuchten noch Zäune, ich habe die Zäune vergessen. Ich wusste, ich habe es vergessen, verdammte Axt. Hier könnte man noch ein paar Sachen hinbauen, also so, so. Dann dahin, dahin. Das sollte eigentlich genau angehen, hier so, ne, nicht ganz. Na gut, dann machen wir halt hier nur so einen Einzelessenstisch hin. Okay, dann holen wir uns noch ein paar, ja, ein paar Zäune. Oder wir machen uns welche. Also, boah, wie war nochmal das Zaunrezept? Ich glaube, war das so? Ich werde es nie checken. Halt, nein, nicht dieses Holz. Erstmal nehmen wir mal das schlechte Holz. Das böse Holz. Das böse, böse Birkenholz. Das, was keiner haben will. Also mal so, mal so und dann mal so. Mist, mal so, mal so. Man sieht, mal wieder nicht. SpongeBob, ey. Die ganzen Quotes, ey, die ganzen Memes. Ach, SpongeBob, ey. Ja. Mein ganzes Gehirn kann nur noch so SpongeBob-Memes abrufen. Manchmal habe ich so das Gefühl. Aber wenn es um irgendwelche wichtigen Sachen geht, ja, ne, interessiert mich nicht. Aber Hauptsache so trashige SpongeBob-Memes sich einprägen. Das kann mein Gehirn am besten. Ja, wie wär's mal mit einer Fremdsprache? Mit einer neuen Fremdsprache? Nein, mein Gehirn sagt SpongeBob-Memes. Fremdsprache egal. Ich will Memes haben. Fütter mich mit Memes. So, dann machen wir hier. Ja, jetzt haben wir eine schöne Skyrim-Musik, wie passend. Ich glaube, das ist die Musik von... Ja, ich hätte es gesagt von Windhelm, aber hier steht Imperial Throne. Hm. So. Gut, sieht es natürlich jetzt nicht aus wie so ein Essensbereich. Da fehlen noch die Druckplatten. Wo sind die Druckplatten jetzt? Wo habe ich die jetzt hin? Da sind sie, okay. Wir müssen Druckplatten machen. So. Ich kann mir hier auch noch so ein Ding hin machen. Hier so und dann da. Hier müssen noch Tische hin. Zack, zack. Voilà, jetzt kann man sich hier hinsetzen, ne, und was fressen. Jetzt sieht es auch nicht mehr so leer und so düster aus. Ja gut, die Aussicht nach draußen ist natürlich immer noch nicht die beste hier zum Beispiel, aber... Sieht ja keiner. So, hier können die Leute bestellen. Hey, sie, ich hätte gerne ein Rindersteak. Ein Holzfällersteak. Scheiße, warum haben wir kein Holzfällersteak hier auf die Speisekarte? Ah, interessant. Naja. Egal. Dann haben wir kein Holzfällersteak. So. Erstes OG. Erstes OG. Ist eigentlich logisch. So. Gut, hier sind die ganzen Gästeräume. Achso, Raum. Wir müssen mal Raumnummern machen, ne? Raum 1. Raum 2. Weil sonst finden die ganzen Gäste ja nicht, wo, ne? Raum 3. Ja, ich bin sehr kreativ mit meiner Raumbezeichnung, ich weiß. Raum 4. Aber wir haben ja eh genug Schilder. Die müssen eh alle weg. Raum 5. Raum 6.
Raum 7. Raum 8. Raum 9. Ups. Jetzt kann man auch sehen, wie viele Betten wir dann gleichzeitig brauchen, ne? Wenn wir dann Wolle holen gehen. Und hier ist... Genau. So, es gibt auch Gerüchte, die wir sagen, es gibt einen Raum 10, aber... So sicher sind sich die Gäste nicht. Es gibt Gerüchte, dass dieser sogenannte Raum 10... ein Raum sein soll, wo die ganzen Leute gefoltert werden. Wo die ganzen Leute gefoltert werden. Das ist Raum 10. Jetzt könnte man vielleicht theoretisch noch so einen Dungeon machen, der das Ganze verbindet. Boah, oder das Gasthaus quasi hier im Untergrund mit dem, mit der Kirche verbinden? Nee. Ne, also das ist jetzt also das dunkle Geheimnis. Jetzt hat dieses Hotel auch ein kleines dunkles Geheimnis. Nämlich den Raum 10. Aus dem keiner mehr zurückkam. Dieses Hotel ist zeitgleich auch ein Raum, wo man die ganzen Leute, die ganzen Besucher kontrolliert, ob sie auch rein sind im Herzen, ja, und auch wirklich an der heiligen Werkbank glauben und nicht irgendwelche Leute sind, die nur hier sind, um Urlaub zu machen. Puh. Ja. So, dann würde ich sagen, wir machen uns ein paar Betten und holen uns erstmal Wolle. Dass ihr noch Luft zum Schnaufen habt. Wie spät haben wir es denn jetzt? 6.23 Uhr, meine Güte. Ja, eigentlich sollte ich ins Bett gehen. Ich bin so müde, aber ich will noch dieses Video fertig machen. Weil ich kenne mich, ne? Also wenn ihr dieses Video seht um eine, was weiß ich, 15 Uhr, dann werde ich wahrscheinlich noch in den Federn liegen und von Minecraft träumen, ja. Weil ich so viel Minecraft schon wieder spiele. Nee, aber ne. Haben wir hier noch Wolle übrig? Hier ist keine Wolle. Da ist Wolle. Aber das reicht mir nicht. Ich hätte gern mehr. Mehr Wolle. Wo ist meine Schere? Hier ist mein Schlachtschwert. Also nicht ein Schlachtschwert, um zu schlachten. Nicht irgendwie, um in die Schlacht zu ziehen. Nein, nein, um Tiere. Oder ist das mein Schlachtschwert? Wo habe ich meine Schere hin? Alter, ich muss ja eigentlich immer eine Schere haben. Das geht ja mal so gar nicht, ne? Ich kann doch jetzt nicht einfach so eine Schere hier so ummontieren. Naja, zum Glück habe ich hier ein bisschen Eisen geschmolzen. Wir haben ja noch Rohkupfer oder Roheisen. Ja, genau, das können wir gleich hier wegbraten. Da machen wir gleich eine Schere. So, dann haben wir auch hier für unsere Schafe endlich mal was. Dass wir auch permanent Wolle kriegen können. Und ich glaube, die Kühe sollte ich auch mal wieder ein bisschen vermehren, weil wir brauchen das Leder für... zum A, neue Bücherregale und B, neue Bilderrahmen. Also gut. Ja, jetzt wollen wieder alle Schafe das gute Weizen haben. Hier, hier, da, die Bessie macht's mit dem alten Besso. Die alte Bertha macht's mit dem alten Berto. So, hat jetzt jeder seinen Partner gefunden? Ja, gut. Dann bin ich ja glücklich. Ja, die Schafe, die lauschen auch schon. Die wollen auch irgendwie... Nö. Ja gut, man kann ja nie genug Tiere haben, solange es nicht leckt.
Ich fühle mich hier eh so allein, deswegen, ne, mehr Tiere wären vielleicht nicht schlecht. So, gerade wenn man ein bisschen Wolle auch haben möchte. So, also dann, ja, gebt mir Wolle. Gebt mir eure Wolle. So, ich brauch Betten. Ja. Fresst schön brav, meine Schäfchen. Ja, macht eure Arbeit. Und gebet mir mehr Wolle. Wie viel Wolle habe ich jetzt? 33, das reicht mir beiden nicht. Da versucht ein Chef zu entkommen. Aber das kannst du knicken. Drei Schafe, sehr drei Wolle, sehr produktiv von dir. Zwei Wolle, du Geizhals. Oh ja, gib. Und ihr Hühner, gebt mir auch mehr Eier. Ich höre ein. Was, ich höre ein Lama? Sag mir jetzt nicht, der Händler ist schon wieder da. Ich habe gerade ein Lama gehört. Ja, ich krieg die Eier gerade nicht in mein Inventory. Schmeiße mal die Platte da weg. Schmeiße mal Papa Platte weg. Ja gut. Sorry, dass ich eure Babys weggeworfen habe, aber... Nö, vielleicht kam ja da ein Huhn raus. Man weiß ja nie. Autsch. Ja, das war Karma. Das war Karma, dieser Schlag. Oh, ich bin echt müde. Ich muss echt ins Bett. Also, ich glaube, ich mache noch hier fertig und dann geht's für mich ab in die Haie. Ja, ich muss es ja auch noch hochladen. Verdammte Axt. Oh, ich muss es noch rendern und hochladen. warum mache ich die Minecraft-Partys nicht früher? Ja, ich hätte es eigentlich machen können, aber ich wollte halt noch mit einem Kumpel zocken. Wir haben StarCraft gezockt. Seit 2 Jahren habe ich mal wieder StarCraft gezockt. Ja. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich mit diesen Dachgeschossen machen möchte. Machen wir ein paar Betten erstmal. Kann man Betten stacken eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Die kann man, glaube ich, nicht stacken. Warum eigentlich nicht? Verstehe ich nicht. Warum kann man keine Betten stacken? Ich meine, was für ein Nachteil oder was für ein Vorteil sollte es haben, wenn man Betten stacken kann? Ach, richtig, den Enderdrachen im Ende, jetzt. Mhm. Aber ich bin ja nicht so einer. Ich habe ja noch nicht mal den Enderdrachen besiegt bisher. Ich weiß nicht einmal, wie man zum Enderdrachen kommt. So, also hier. Wir sollten noch ein paar Kisten machen. Ja, machen wir noch Kisten hin. Klang, 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 klang. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach eine Werkbank. So, einfach für uns zum... Eine mobile Werkbank. So, jetzt habe ich das ganze Glas noch bei mir. Oh Mann, ich muss mal mein Inventar ein bisschen ausleeren. So, ich baue jetzt einfach mal hier eine provisorische Werkbank hin. Dass wir einfach mal die ganzen Betten hier einfach mal so auf die Schnelle, so mir nichts, hier nichts machen können. Ja, ich glaube, ich nehme die Patrizia-Musik raus. Irgendwie gefällt mir die nicht so richtig. Ich glaube, die Patrizia-Musik nehme ich raus. Die ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Irgendwie finde ich meine anderen Tracks ein bisschen besser. Tja, ich muss jetzt wahrscheinlich immer ein neues Bett platzieren, wenn ich hier, oder, ja. Wir können ja noch ein paar Kisten machen. Dass die ganzen Hotelgäste auch einen Ort haben, wo sie ihren Plunder, Plunder reinlagern können. Und Holz haben wir ja sowieso gerade genug. So. Ach, das hat doch gar keine Zimmernummer. Ui. Ui, habe ich's vergessen. Pass auf, dann ist das jetzt, ich weiß, das passt jetzt nicht so richtig, aber das ist Raum 11. So. Das ist Raum 11, weil der Inhaber einen Fehler gemacht hat. Und
diesen Fehler nicht zugeben möchte. Weil er so ein arroganter Hotelbesitzer ist. Quasi so Donald Trump-Style, ja, der will nie einen Fehler zugeben. Er sucht immer die Fehler bei jemand anderen. Genau, die Chinesen sind dran schuld, dass Corona in seinem Land so verbreitet ist. Nö. Ich sag doch Corona-Maßnahmen, was haben die USA gemacht? Nichts. Einfach mal nichts tun, ja. Ach ja, hey, wir haben ein Virus bei uns. Puh, ist mir doch egal, ich bin Donald Trump. Ich hab sowas nicht nötig. Sowas wie Maßnahmen, wer braucht es schon? Nein, nein, ich schimpfe stattdessen die Chinesen. Das macht bestimmt mehr Sinn. Genau. Genau, die Chinesen sind immer an allem schuld. Diese scheiß Kommunisten, ja, die sind immer an allen schuld. So. Also, eins. Ich habe schon ein Raumding genannt. Ja, gut, das können wir eigentlich so lassen. Ich meine, mehr hat ein Hotelzimmer nicht, ne? Ein Hotelzimmer hat ein Bett. Und so ein Ding zum Lagern. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, und ein Fernseher natürlich. Aber Fernseher gibt es im Mittelalter nicht. Ich glaube, ich brauche mehr Truhen. So wird das nicht. So dauert es noch viel zu lange. Halt, warte, ich benutze nicht das gute Dingensholz. Hier. Also machen wir mal reichlich Truhen. Jetzt ist das bloß die Frage. Ich überlege gerade, was wir im nächsten Part machen wollen. Ich meine, wenn wir hier mit Birkelingen fertig sind, was können wir denn da noch machen? Also ich wüsste jetzt nichts, was wir in Birkelingen noch bauen könnten. Vielleicht eine Mauer oder so. Für die Mauer braucht man allerdings sehr viel Stein. Und ich weiß nicht, wie viel Stein wir gerade zur Verfügung haben. So, also machen wir mal in jedem Raum hier eine Truhe rein. Ich kann ja die Räume, die schon fertig sind, schließen, dann weiß ich ungefähr, was Sache ist. Oh Gott, meine Augen tun so weh gerade. Oh, ich muss echt langsam den Part beenden. Da ist jetzt, ne, der ist noch nicht fertig, der müssen noch. Da ist fertig, okay. Dann ist dieses Stockwerk auch fertig. Es fehlen halt noch die Betten. Hier können wir das Ganze ja, wir können hier einfach mal die ganzen Lebensmittel reinlagern. Genau, wir haben da ein richtig schönes Wirtschaftssystem, ja. Der der Holzfäller, der ist zeitgleich auch Jäger und holt Fleisch. Das ist so ein Multiversaltyp, ja. Das ist ein Jäger, das ist ein Holzfäller, das ist ein Schreiner, das ist der Mann für alles, ja. Quasi der Chuck Norris im Mittelalter, der alles kann. Und ja, der kauft quasi. Alter, was mache ich da? Wieso habe ich Werkbänke gemacht, ich Idiot? Ich wollte Kisten machen. Jetzt habe ich Werkbänke gemacht. Das ist quasi der Mann für alles. Was irgendwie Land. Das ist ein Bauer, das ist ein Holzfäller, das ist ein Metzger, das ist ein Schreiner. Das ist ein Mann für alles, ja. Genau. Und der liefert quasi das ganze Holz und das ganze, die ganzen Lebensmittel hier rüber. Das ganze Holz zum Verbrennen und natürlich auch fürs Bauen, aber hauptsächlich fürs Verbrennen liefert er hier hin ins Gasthaus. Und das ganze Fleisch und natürlich und die ganzen Lebensmittel, die ganzen Weizenzeug, das ganze Brot, alles auch hier. Genau, und ja, so haben wir eine kleine Wirtschaftskette drin schon in unserem Spiel. Und wir haben noch einen Schmied, ja, den Bruder von Meister Kleber. Wir können ja so machen, dass der Schmied auch Möbelmacher ist, ne? Dass er quasi ein Schreiner ist.
Möbelschmiedschreiner. Nee, aber Meister Kleber macht, glaube ich, auch Möbel. Zwar nicht so krass als Haupttätigkeit, aber das ist so seine Nebentätigkeit, ja. Dass er sich auch mal Möbel macht oder für andere. Bei Möbel haben wir einen geringen Nachfragewert, weil Birkeling ist recht arm und arme Menschen können sich ja bekanntlich kaum Möbel leisten. Quasi so wie ich, ja. ich kenne mich aus. Nee, Spaß. Ja doch, ist eigentlich schon so der Fall. Traurigerweise. Da und hier. So, jetzt müssen wir noch die Betten bauen, aber erstmal mache ich hier noch Fackeln hin, weil sonst kriegen die Gäste hier, ja. Dahin, da. Jedes Zimmer sollte, glaube ich, auch mindestens eine Fackel haben. Herzmann. Dieses Lied heißt Herzmann. Also nicht der Herz, sondern Herd, Herde wie die Herde. Ne, so eine Tierherde. Herdenmann. Vielleicht werde ich im nächsten Part ein bisschen eher die Kirche, also jetzt haben wir, glaube ich, schon was. Ich werde die Glocke in der Kirche einbauen, dann mache ich wahrscheinlich noch den Kirchturm ein bisschen höher, dass wir einen Glockenraum noch haben. Vielleicht können wir ja mit Redstone so einen Mechanismus machen, dass die Glocke quasi permanent klingelt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, keine Ahnung. Wäre aber geil, wenn sowas ginge, dass immer so ein Klingeln kommt aus der Kirche. Ja, super. Nicht genug Slots im Inventar frei. Jetzt muss ich hier wegen jedem einzelnen Bett irgendwie wieder runtergehen, oder was? Ja gut, hier sind schon überall Betten. Aber hier noch nicht. Ich habe ja noch eine Werkbank hier. Gut, dann machen wir einfach mal ein Bett auf die Schnelle. Oder drei. Ich reiße dann die ganzen Werkbänke natürlich wieder ab. Die sind halt nur so sporadisch. Da. Dann hier können wir so ein Querbett hinbauen. Dann hier. Jawohl, das Zimmer ist fertig. Das Zimmer, da ist die Werkbank noch drin. Das Zimmer ist fertig, da fehlt noch eine Fackel. Gut, dann haben wir es, glaube ich. Dann kann die... Warte, bevor wir das jetzt wegreißen, mache ich noch zwei weitere Betten. Wir kriegen nicht mehr so viel Betten rein. Wir haben noch sechs Holz... sechs Wolle übrig. Aber ich glaube, das sollte schon reichen. Haben wir noch einen Stockwerk? Nein, jetzt sind wir schon hier. Okay, dann haben wir es ja schon. Dann reißen wir das hier wieder ab. Ach richtig, wir müssen noch Betten in die anderen Häuser hereinbauen. Hier können wir noch Fackeln hin tun. So. Gut, dann machen wir hier noch die ganzen Räume zu. Das kommt weg. Ja, jetzt geht bei mir schon die Sonne auf. Soweit ist es gekommen. Oben 6.40 Uhr. Ja, ja, langsam kommt der Winter wieder. Die Sonne kommt immer später auf und geht immer früher unter. So schnell kann es gehen. So schnell nähert sich der Winter. Genau, hier sind die ganzen Köchinnen und Braten, Braten, Braten. Hier kann man sein Zeug bestellen. So. Go wird hier leider nicht angeboten, aber hey, macht die Sonne geht in meinem Spiel auch auf. Was für Parallelen. Dieses Spiel doch hat. So, oh Mann, jetzt müssen wir hier noch irgendwie Zeug reintun. Eieieiei. Okay, wie viele Betten brauchen wir denn? Wie viele Häuser sind denn da noch übrig? 1, 2, 3, 4, 5 und 6, glaube ich. Hier müssen wir auch noch ein Bett hin tun.
6. Das heißt, wir haben 2 noch. Platzieren wir zuerst die 2, die wir bereits haben. Damit wir die schon mal los sind. Es ist ja eine recht bescheidene Hütte hier. Der pennt quasi da. Hier ist seine Truhe. Achso, Bilderrahmen müssen wir ja auch noch irgendwie hin platzieren. Aber ich glaube, wir haben nicht so genug Wolle, ne? Wir müssen, glaube ich, regelmäßig jetzt zu unseren Tieren gehen und irgendwie so die Tiere, uns um die Tiere kümmern, dass wir genug Wolle und Leder haben. Naja, ich gehe jetzt mal neue Wolle holen. Ach, mal einen Schluck trinken, vielleicht macht mich das wieder wach. Okay, ihr Schafe, ich brauche wieder euer... Nein, nicht ausbüchsen, halt, bleibt da. Okay, uns ist ein Schaf ausgebüxt. Komm sofort wieder her. Gut, du bist frei. Genieß die Freiheit, die anderen sind noch zu blöd, um das zu checken. So, gib mir eure Wolle. So, hey, wollt ihr wieder? Ja, ich glaube, wir können noch. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil irgendwann können die Schafe nicht mehr. Haben die keinen Platz mehr zum Gras fressen. Tja, schau mal, was du verpasst, du Ausbüchser. Ja, jetzt kriegt ja jeder was. Keine Sorge, keine Sorge. Ja, darf mal naschen. So, ja, alles wird gut. So. Okay, nun zu euch Kühen. Ja, ihr werdet auch langsam immer mehr. Das gefällt mir. So, hier. Ja. Hier, ja. Komm, da. Jeder kriegt ein bisschen was. Ah, habe ich doch gewusst, dass ich einen Lama gesehen habe. Unser Händlerfreund hat sich hier eingesperrt. Was hast du denn im Angebot? Schleimball. Schleimball, Kugelfischeimer. Schau mich nicht so an. Nein, keine Tür. Oh, so viele Tiere. Okay, gib mir wieder Wolle. So, jetzt haben wir doch wieder ein bisschen Wolle. 50, sehr gut. Sehr gut, vielleicht kriegt man noch ein paar Bilderrahmen her. Wenn wir noch ein bisschen Wolle übrig haben, nachdem wir die Betten gemacht haben, können wir ja noch ein paar Bilder machen. Für überall. Dann sieht das Dorf nicht so LW aus. Sieht ja eh schon recht LW aus. Ah, ich weiß, was wir da machen könnten. Wir könnten hier diesen Weg hier weiterbauen, dass der hier rüber geht. Also man kann ja auch hier so, ne, dass wir hier so eine Abkürzung haben, dass wir nicht ständig hier an die Kirche da hoch müssen. Und vielleicht kann man noch den Berg hier entfernen und noch ein paar weitere Häuser hinbauen. Das wäre so eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe noch in diesem Let's Play. Weil so viel Zeit haben wir ja auch nicht mehr. Der nächste Part ist 188. Ja. Nicht, ja. Das heißt, wir haben noch 12 Parts danach. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die Zeit verfliegt und fliegt und fliegt. Und fliegt irgendwann, fliegt sie davon. Und wenn sie davon geflogen ist, dann ist das Leben schon fast vorbei. Ja, so ist es mal. Ich habe mal eine Statistik gesehen. Die zeigt so den Verlauf des Lebens. Und zeigt ungefähr an, wie schnell die Zeit vergeht, also gefühlt so. Und gefühlt ist das Leben mit 25 Jahren schon halb vorbei, habe ich gesehen. Und je
restlichen Zeit, also ungefähr so ist es. Ja, also hier hat man seinen Zeitstrahl und gefühlt geht die Zeit hier hin und hier ist die 25. Also genau bei der Hälfte und der Rest ist quasi so, das nächste Drittel ist so bis 50 und das 50 bis zum Tod ist ungefähr so kurz gefühlt. Also, ja, das Leben ist, je älter ihr werdet, desto schneller vergeht die Zeit. Das ist halt so. Das hat der Vsauce, glaube ich, mal ein Video drüber gemacht. Ich glaube, von dem habe ich auch die Grafik gesehen. Och nö, bitte kein Pisswetter. Naja, zum Glück können wir pennen, wenn es gewittert. Wir haben ja überall Betten jetzt. Warte, wo habe ich jetzt noch ein Bett? Da habe ich noch ein Bett, okay. Also, hier kann der pennen. Was machen wir hier oben hin? Machen wir erstmal dieses Haus. Kümmern wir uns nur um dieses Haus hier. Wir kümmern uns jetzt Haus um Haus. Also, das ist unser Möbelschreiner. Genau, da ist dieser Typ quasi entlastet mit dem Holzfällen und mit dem Tierschlachten. Das ist unser Schreinermeister. Was hat eine Schreinerei? Unser Schreinerschmied. Ein Schreinerschmied hat viele Werkbänke und sehr viele Schmiedeöfen. Dann machen wir mal ein paar Schmiedeöfen hier rein. So. Ja, das ist natürlich sehr sporadisch gemacht, aber das Haus hat natürlich auch nicht den Platz, um sich da wirklich große Bauprojekte hier vornehmen zu können. So, hier hat er seine ganzen Werkbänke, seine ganzen Schreinereiarbeiten. Genau, hier wird das Eisen geschmolzen oder was weiß ich, irgendwelche Sachen, die er halt für seine Möbel braucht. So Eisenscharniere oder was weiß immer, was weiß ich. Ja, die werden hier geschmolzen. Und hier oben werden sie gelagert. Und er schläft in seiner Werkstatt, weil er sich kein eigenes Eigenheim leisten kann. Theoretisch können wir hier noch so eine kleine Wand hinbauen. So ein kleines Schlafkämmerchen. Genau, hier pennt er. Das ist quasi sein Wohnzimmer. Ja, arme Leute halt, ne? Arme Leute. Birklingen besteht aus armen Leuten. Und die ganzen reichen Snobs, die leben in Blitzbergen. Das ist ja auch symbolisch ganz passend, weil Blitzbergen hier oben ist, ja. Je höher quasi das Gebäude liegt, desto edler ist der Standard, kann man sagen. So, hier ist seine, das ist seine private Truhe und hier ist sein, hier sind seine Werkzeuge oder seine ganzen Möbelsachen oder Arbeitssachen, keine Ahnung. Genau, das ist dann hier drin. So, dann haben wir noch ein Schild übrig. Jetzt können wir das Haus benennen. Also, wie heißt der denn? Das ist der Bruder von Meister Kleber. Meister... Nee, das ist kein Meister. Das ist kein Meister. Ein Meister hätte ein bisschen mehr Geld. Das ist, kurz... Schwefel. Kurt Schwefel, der hat keinen keinen Meisterbrief. Ist einfach nur so ein Typ. Schreinerei.
Genau, hier, ne? Scharniere werden hier geschmolzen. Hier Möbel werden gemacht. Und hier oben Möbel werden aufbewahrt. Und hier wird gepennt. So. Mehr kann sich Kurt Schwefel nicht leisten. Ist halt so. Niederes Volk halt. Dann hier. Wo ist denn hier der Eingang? Da hinten. So, jetzt kommen diese vier kleinen Häuser. Oder nehmen wir zuerst das etwas größere Haus hier. Hier wohnt der Statthalter, der Bürgermeister, kann man sagen. Eberhard Schröninger, Bürgermeister. Ne, sein Haus ist ein bisschen größer als das von seinen vom anderen Dorfbewohnern, aber hey, immerhin hat er einen etwas besseren Lebensstandard. Gut, jetzt brauchen wir, was brauche ich denn? Ich wollte gerade irgendwas machen. Er braucht auf jeden Fall einen eigenen Ofen. So viel hat er sich verdient. Jetzt hat er sich schon verdient, so einen eigenen Ofen. Und zwar hier. So, jetzt bin ich am überlegen, ob ich ihm noch eine Küchenzeile hinbauen will. Da kommt sein ganzes Zeug rein. Und ansonsten... ja, vielleicht noch eine Werkbank. Keine Ahnung, was er will mit einer Werkbank will, aber ich glaube auch Privatleute haben Werkbänke. Ne? Wenn sie mal irgendwelche Hausarbeiten machen müssen oder so, keine Ahnung. Eine eigene Werkbank zu haben, schadet nie. So. Und da oben kommt sein... aus seine ganzen Privatbesitztümer. Allgemein, da oben lagern die ihren ganzen Plunder. Das sind so Sicherheitsmaßnahmen. Weil gerade weil die Leute so arm sind, müssen sie mehr auf ihre Sicherheit legen, dass ihre Wertgegenstände auch geschützt sind und am besten sind sie eben im ersten Stockwerk geschützt. Deswegen ist es üblich für alle Blitzbergen, ne? Für alle Birkelinger. Mein Gott, jetzt muss ich wieder von Blitzbergen auf Birkelingen umswitchen, gedanklich. Deswegen ist es üblich, dass sie ihre Wertsachen eben oben lagern, ne? Weil oben die für Einbrecher schwerer erreichbar sind, als wenn die hier unten stehen. Das eigene Leben ist da scheißegal, Hauptsache sie haben ihre Wertsachen sicher. So, jetzt können wir hier noch so ein Stein-Ding hinmachen, dass es auch ein bisschen so, ne, wie so ein Backbereich aussieht. Ja, mehr mache ich, glaube ich, jetzt auch nicht hier mehr. So. Gut, und jetzt diese vier Mini-Häuser. Da leben wirklich die Ärmsten aller Armen. Und zwar wohnt hier... ups. Die alte Bertha. So eine ganz alte Frau. Ne, die hat im Prinzip nur ihr Bett und ihre Wertgegenstände. Hier oben können wir noch ein paar Truhen hinmachen.
Ich muss echt mehr Truhen machen, das reicht nicht. Weil die Leute müssen ja auch irgendwie ihren Schund, irgendwie ihren Plunder lagern. So, machen wir mal hier ein paar. Wobei, vielleicht bin ich hier schneller, wenn ich einfach hier dadurch drücke. Wo haben wir denn? Ich sehe keine Truhe. Warte mal kurz. Schmiedetisch. Schmiedetisch, warum habe ich das nicht gebaut? Ja gut, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, deswegen. Eigentlich kann man diesen Schmiedetisch auch bei Meister Kleber hinbauen. Scheiße, da waren die ganzen Sachen drin. Ausrüstung aufwerten. Wie funktioniert das jetzt? Keine Ahnung. Können wir bei Meister Kleber noch hinbauen, Schmiedetisch. Goldhelm. Vielleicht sollte ich mehr so diese Sachen hier reinschauen, wenn ich hier was craften will oder was bauen will. Das kann einen schon ein bisschen inspirieren. Räucherofen. Okay. Machen wir da einen Räucherofen hin. Ja, jetzt fliegen hier wieder die ganzen Dinger raus. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich ein ganz normaler Ofen, bloß dass das ein Räucherofen ist. Ein Amboss haben wir oben, ne? Ja, ein Amboss haben wir oben. Kartentisch. Ja, Rahmen wollte ich noch machen. Machen wir zuerst die ganzen Truhen. Ja, nehmen wir so viel Holz, wie wir gerade da haben. 12 Truhen müssten, glaube ich, reichen für die 4 Häuser. Achso, da fehlen noch Betten. Eins. Eigentlich fehlt nur noch ein Bett, oder? Tatsache. Machen wir hier 2 Truhen hin. So. Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Ja, okay. Dann darüber. Da fehlt noch ein Bett. Und keine Truhen mehr. Mist, das geht ganz schön schnell weg, die Truhen. Ja gut, dann brauchen wir noch 4 Truhen. Und noch ein Bett. 4 Truhen, ein Bett. Machen wir zuerst das Bett. Und dann die 4 Truhen. 1, 2, 3, 4. Schilder brauchen wir, glaube ich, auch noch. Machen wir noch ein paar Stücke. Wir brauchen eh ein paar Stücke für Bilderrahmen später noch. Hier noch. Boah, ich muss echt ins Bett. Gleich kippe ich um. Während des Displays. Genau, hier kommt das Bett hin. Da sind schon die Thronen hin, okay. Upsala. Upsala ist eine Stadt in Schweden. Das weiß ich. Ich wollte euch nur testen. Wieso verbinden sie sich nicht? Hä? Egal, ich mach's jetzt so. Ist ja egal. Nicht jedes Haus sieht gleich aus, auch in der Praxis, ne? Sieht eure Wohnung aus wie die Wohnung eures Nachbarns? Nein, also. Also gut, dann benennen wir das Ganze jetzt. Oh, ich kämpfe hier gerade mit meiner Müdigkeit, tut mir leid. Wie nennen wir das jetzt? Wer wohnt hier? Die arme
die arme Colinia. Und das ist, hier wohnt Big. Und hier wohnt, oh, die alte Bertha. Und hier wohnt Bernd. Bernd. In Klammer, nicht Bernd das Brot. Nur Bernd, nicht Bernd das Brot, ja. Da wird er immer sauer, wenn er so genannt wird. Gut, dann zum letzten heute, oder beziehungsweise zum vorletzten. Wir müssen ja noch unser Tagebuch weiterschreiben. Die Bilder. Ich würde sagen, wir benutzen einfach mal... Ja. Sämtliche Wolle, die wir noch übrig haben, und machen damit Bilderrahmen. So, 14. Ja, nimm ruhig alles hier weg, dass das wirklich alles weg ist. So. Ich werde jetzt nicht alle Bilder benutzen, aber da haben wir doch auch einen schönen Vorrat. Gut, jetzt haben wir 38 Bilder, dann machen wir hier. So, dann sieht es nicht so LW aus. Und jetzt hat es aufgehört zu regnen. Okay. Ja, die Armen können sich keine Bilder leisten, deswegen kriegen die nur ein ganz, ganz kleines Bild. Ganz, 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 ganz klein. Nein, nicht so ein Riesenbild. Bist du des Wahnsinns? Nein, das kriegen sie... Hier, nee, das Kabinenbild. So. Da ein ganz, ganz kleines Bild für die Armen. Ja. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Was ist denn das, bitteschön? So, die alte Bertha, die arme Colinia. Ja, nee, das ist... was ist denn das, bitteschön? Ja, komm, mach einfach mal das. Das hat sie geschenkt bekommen. So. Hier fehlt noch ein Bild. Ja, lassen wir es mal. Ein bisschen größer, aber die können sich vielleicht ein bisschen mehr leisten. Oder haben sie geschenkt bekommen? Das haben sie geschenkt bekommen, genau, vom Bürgermeister. Der ist nämlich auch nebenberuflich Maler. Deswegen sind in seinem Haus lauter Bilder. Auch weil es so ein kleiner Snob ist. Einen Kühlschrank braucht man nicht. Alter, ich will kein Portal-Bild. Das sind keine guten Bilder. So ist besser. So. So ein Malerfreak. Gut, dann zum letzten. Hier könnte man ein schönes Bild hinmachen. Da muss aber die Fackel hier weg. Ja, vielleicht bei jedem Tisch so ein Bild hin tun. Nein, nicht wieder Portal. Achso, das geht nicht weiter, so eine Druckplatte drauf ist jetzt. Aber wieso geht's denn hier? Egal, verstehe ich jetzt auch nicht. Man muss nicht alles verstehen. Ah, wir könnten hier einen Kühlschrank reinmachen. So, sieht doch ganz nice aus hier in der Küche. Nicht da! Ein Kühlschrank in der Gästekammer. Seid ihr verrückt? Die Leute beklauen uns. Ah. Ja, hier könnte man auch noch ein Bild hin tun. Nein, nicht so ein Mega-Bild. Was die ganzen Fenster bedeckt. Ja, das finde ich auch nicht so geil. Dass Minecraft das nicht checkt, dass da... ne? Nein, genau das. Ne? Der ignoriert Fenster. Ja, hier können wir noch so ein Bild hin tun. Ja, so ein Riesenbild, genau. So. Boah, nee, nicht so groß. Nicht so groß, Rüdiger.
Nicht so groß! Das passt. Da, nein, nicht schon wieder Portal. Alter, was haben die mit Portal? Ja, auch das ist ein schönes Bild. Das passt richtig. Dieses Windmühlenbild ist super. Da ist auch schon ein Gemälde. Gut. Na, vielleicht wird man doch alle Gemälde los. Dann hier. Ja, kann man so lassen. Dann da. Ja, kann man auch so lassen. Nee, nicht schon wieder Portal. Ja, das ist schön. Dann da könnte man noch so ein Bild hinhauen. Da. Ja, das könnte man vielleicht noch eins höher tun. Oder wir machen es. Nee. Nee. Ja, machen wir es so. Haben wir da schon ein Bild? Nein, da fehlt noch eins. Ist hier ein Bild drin? Ja, dieses Windmühlenbild ist schön. Gut, und hier. Nee, das sind diese Picklins, glaube ich. So. Dann können wir da noch ein Bild hinmachen. Gut. Dann wären wir fertig fürs erste, also für diese Woche auch. Ja, jetzt sieht Birkeling. Warte, erstes Obergeschoss, da fehlt noch was. Zweites Obergeschoss. Zweites OG. Ja, und das sieht man eh, dass das Dach oben ist. So, jetzt sind wir aber wirklich fertig. Ich renne jetzt im Part und lege mich hin. Wenn ihr das seht, habe ich das alles schon hinter mir und ja, lege wahrscheinlich in meinem Bett und träume von diesem Spiel. jetzt schreibe ich noch das Tagebuch weiter. Ups. Und ja, dann planen wir noch, was wir beim nächsten Mal machen. Okay. Part 187. So, wahrscheinlich ist meine Artikulation total komisch. Heute waren wir seit langer Zeit wieder in Birkelingen. In Birkelingen angekommen haben wir die Wohnungen mit Glasfenstern versehen. Danach haben wir unser Hotel mit Möbeln vermöbelt. Anschließend sind wir zu jedem Dorfbewohner gegangen und haben denen auch Möbel gegeben. Auch unser, wie heißt denn nochmal? Auch unser neuer Schreiner Kurt Schwefel ist auch nun glücklich über sein neues Zuhause. Kurt Schwefel ist der jüngere Bruder von Meister Kleber aus Blitzbergen, der leider nicht den Meisterbrief als Schreiner bekommen
hatte da Meister Kleber ihn öfters beim Lernen gestört hatte, als beide noch jung waren. So, Aufgaben für Part 188. Den Weg außen zwischen der Holzfällerhütte und den Wohngebäuden von Birkelingen bauen. Außerdem wäre es noch gut, die Glocke in die Kirche einzubauen und mit einem Redstone-Mechanismus so zu programmieren, dass ständig ein Klingeln aus der Kirche zu hören ist. So, dann, war's das für heute. Jetzt sieht doch Birkelingen nicht mehr so trostlos aus. Genau, dann verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Janka. Ciao.